Leute, es sind wieder 2 Monate vergangen. Die Zwillinge sind jetzt 6 Monate alt. Und es ist Herbst. Das Wetter nicht mehr so schön wie im letzten Video. Aber ja, so geht das. Ich habe sie warm angezogen. Und wie ihr seht, sitzen sie im Stuhl. Bisschen Rückenstütze brauchen sie noch. Vor allem er. Sie sitzt schon stabiler. Aber dafür hat er 2 Zähne gekriegt und ist schon sehr am Essen interessiert. Sie noch nicht so. Die probiert mal und dann ist gut. Er isst schon ein bisschen mehr. Ich habe angefangen mit ein bisschen Butter und einer Löffel Spitze Leber dran und pürierte rohe Leber. Und das schockt jetzt die meisten Leute. Ich habe dazu aber schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch irgendwo hier oben. Zu meinem Ansatz, was die Beikost angeht. Also es geht mir kurz gesagt um eine hohe Nährstoffdichte in den ersten Lebensmitteln, die das Baby bekommt. Alles klar? Alles klar. Ja, mein Schlaf ist sehr unterschiedlich nachts. Und ich habe festgestellt, ich muss früh ins Bett gehen. Also früh ist bei mir um 1. Ich darf nicht nach um 1 ins Bett gehen. Sie ist gestern Nacht aber erst bis 2:30 aufgeblieben. Also konnte ich nicht früher. Aber wenn sie einmal schläft, schläft sie gut. Also die hat heute bis 8:30. 8:30 geschlafen. Und er wacht nachts öfters mal auf. Das ist okay. Also solange nur er nachts öfters aufwacht, das ist okay. Aber wenn sie mal wieder irgendwie einen Schub hat oder so, selten zum Glück, und beide die Nacht mir so zerhackstückeln, dann bin ich ziemlich matschig am nächsten Morgen. Ja, das mit dem Abhalten machen wir nach wie vor. Ich habe jetzt die dickeren Schlitzhosen noch drüber gezogen, weil es kühler geworden ist. Ja, die funktionieren gut. Die näht mir wieder die Kiran, die mir auch die Überhosen genäht hat. Und ja, er kackt nach wie vor ziemlich oft, aber es ist schon ein bisschen weniger geworden. Jetzt auch mit der Beikost wird es so ein bisschen stabiler. Lise, ich möchte diese Briefe jetzt nicht haben. Tu die bitte in die Küche, okay? Danke. Ich habe ihr gerade gesagt, sie soll nicht kommen, weil ich ein Video mache, ne? So viel dazu. Was hatte ich gerade erzählt? Genau. Sie kackt nur alle 2-3 Tage momentan und er kackt 3-mal am Tag. Also es ist immer noch sehr unterschiedlich. Sie wog beim letzten Wiegen mehr als 700 Gramm mehr als er. Also sie sind unterschiedlich. So viel kann man sehen. Ja, wie ihr gemerkt habt, sind bei meinen Videos die Kommentare abgeschaltet. Das bin aber nicht ich, also abgesehen von den Geburtsvideos, da habe ich die Kommentare abgeschaltet, aber bei allen anderen Videos habe nicht ich die Kommentare abgeschaltet, sondern das macht YouTube für mich. YouTube ist so großzügig und schützt mich vor Pädophilen. Das ist seit März oder Februar, dass die automatisch die Kommentare von Familienkanälen abschalten, aber nur wenn man keinen geldschweren Sponsor hat, also da gibt es irgendwie ein Zwei-Klassen-System. Jedenfalls habe ich seitdem keine Kommentare mehr, so doll ich mich auch anstrenge. Man kann dort auch mit niemandem kommunizieren. Deswegen, solange das so ist, müsst ihr mich halt auf anderem Weg kontaktieren, wenn ihr das wollt. Also über Facebook oder Instagram oder über meine Website, über meine E-Mail. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die Kommentare sind halt zurzeit nicht da. Ja, damit muss ich leben. Ja, das war mein 6-Monate-Video und hoffentlich kriege ich mal wieder ein Alltags-Vlog-Video hin. Ich habe schon viele Videos gesammelt über die letzten Monate, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwas zusammenzustellen. Das ist aber mein Plan fürs nächste Video. Mal gucken. Hier ist immer viel zu tun, viel los und manchmal weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Und manchmal habe ich wieder Kapazitäten, so wie heute, ein Video zu machen.
Ja, bis dann. Tschüss. Thank you.